Facelift im Klosterhof in Linz. Nach monatelangem Umbau hat der Traditionsbetrieb nun wieder offen. An der Spitze ein neuer Wirt, der Salzburger Gastronom Josef Gassner. Ich liebe traditionelle alte Häuser. Wir haben in Salzburg eben auch 5 Häuser, die 400 Jahre alt sind. Und jetzt haben wir wieder also ein altes, traditionelles Haus. Sehr viel Arbeit, sehr viel zum Umbauen. Natürlich auch immer sehr viel zum Saubermachen, zum Schauen, zum Tarnen und zum Reparieren. Aber ich meine, was gibt es Schöneres, wenn ich heute in einem geschichtlichen Gebäude drin arbeiten darf? Für seinen Traum ist Josef Gassner von Salzburg nach Linz gezogen. Er will den Klosterhof zu einem Ort für alle machen. Wir wollen ein richtig traditionelles Wirtshaus sein. Ich meine, das ist schon, aber auch gastronomisch führen und für jedermann. Für einen Handwerker bis hin zum Politiker, bis hin zum Unternehmer, Rechtsanwalt. Also ganz egal, der große Wunsch wäre, dass sie halt alle da treffen und einen Spaß haben und essen und trinken. Das Wichtigste ist der Wirt. Wir haben erst begonnen, nachdem wir mit Josef Gassner einig waren, dass er nach Linz geht. Wir arbeiten mit ihm schon sehr erfolgreich in Salzburg in vielen Betrieben zusammen, unter anderem auch im Stiegelkeller, der auch Stiegel gehört. Der Klosterhof war früher eine Stiftsbibliothek und 1923 hat Stiegel das Haus angemietet und dann für gastronomische Zwecke umgebaut. Trotzdem ist der Flair des alten Hauses noch vorhanden. Man muss sich die Räume ansehen. Zum größten Wirtshaus von Linz gehört auch ein Gastgarten mit 1400 Sitzplätzen. Auf den Teller kommt Regionales und Saisonales. Ochsenbackerl, Schnitzel oder Händel vom Grill. Wir tun den ganzen Tag eigentlich nachproduzieren mit dem Händel. Wir haben 6 Händelgriller und die laufen eigentlich jetzt rund um die Uhr. Dann gibt es immer ein frisches Händel für jeden. Wir machen da unsere eigene Buttersauce, eine Rosmarin-Buttersauce. Und das schneiden die Köche dann direkt heraus selber ab. Und die gibt es dann dazu zu unseren knusprigen Brothändeln. Ja, das haben wir uns ein bisschen ausgedacht für die Linzer. Zum Bier dazu. Richtig gutes Gewürzhändel. Passt gut zusammen. Frischer Wind in der Gastronomie. Mit Josef Gassner als neuen Linzer Wirt an der Spitze eines Traditionsbetriebes. Er fühlt sich mittlerweile in seiner neuen Stadt schon richtig zu Hause.